Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Vicky Wills Wissen. Ich habe mir ja letztes Mal Expertenhilfe geholt und habe Antworten gesucht zum Thema Suizid. Jetzt würde ich gerne wissen, wie viele Menschen selbst schon mit diesem Thema in Berührung gekommen sind und welche Erfahrungen sie damit gesammelt haben. Vielleicht bekomme ich ja auch noch hilfreiche Tipps, die euch weiterhelfen können, falls ihr selbst in so einer Situation seid. Ich bin auf jeden Fall schon total gespannt und würde sagen, los geht's! Was meinst du, wie viele Menschen nehmen sich jährlich in Deutschland das Leben? 200? 6000? So eine grobe Schätzung. 500? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Es sind tatsächlich mehr, als man, glaube ich, denkt. Um die 10.000? Richtig. Also mehr als 10.000 Menschen in Deutschland. Doch so viel? Ja. Okay. Jedes Jahr. Und alleine 600 davon sind unter 25 Jahre alt. Okay, wow. Ja. Traurige Nachrichten. Oder? Also das ist etwas alarmierend, muss ich zugeben. Was meint ihr dann, was das für Leute sind, die sich das Leben nehmen? Die keinen Ausweg mehr wissen oder keine Bezugspersonen haben. Ja, also vor allen Dingen sind es Leute, die sich in schwierigen Situationen befinden. Viel Stress, gerade mit der Arbeit. Vielleicht einen Freund verloren, die Eltern. Ich glaube, das kann aus allen Schichten sein. Das wären Menschen, die sich so sehr verzweifelt fühlen, würde ich mir vorstellen. Und vielleicht sind auch viele Menschen super fröhlich und haben aber diese Gedanken, sind depressiv. Das kann man nicht so festmachen. Das sind gar nicht unbedingt die Leute, die immer nur ausgegrenzt sind, die ihr Leben lang schon irgendwie die Uncoolen waren oder so. Das kann eigentlich jeder sein. Also ich war selber mal in Psychotherapie und in der Klinik auch wegen Depressionen. Okay. Und genau, deswegen habe ich auch gedacht, wenn man das schon eher sehen würde und das auch nicht so stigmatisiert wäre eben, dann würde man das auch viel eher erkennen können und dann würde vieles wahrscheinlich nicht so ablaufen. Was ich immer sehr schlimm finde, ist, wenn so der Diskurs aufkommt, dass quasi die Leute selbst Schuld hätten. Das finde ich sehr, ja, unpassend. Es sind so Krankheiten halt, wo man nicht drinne steckt. Bei Chirurgie, da können sie heilen und dann ist okay, aber sowas. Was meint ihr denn, was so die Anzeichen sein könnten, dass jemand Suizidgedanken hat oder depressiv ist? Ja, dass er sich isoliert, vielleicht, dass er so lebt, als hätte er keine Zukunft. Dass sich die Leute zurückziehen, nicht unbedingt traurig sind, weil ich kenne auch eine Person, die Suizid begangen hat und die war immer übertrieben, überdreht und sowas. Die Freunde, die Kollegen, die sollten eigentlich schon irgendwie mal merken, dass mit ihm oder ihr was nicht stimmt. Es gibt ja auch Menschen, also gerade Jugendliche habe ich aus dem Freundeskreis erlebt, die wahnsinnig gut im Täuschen sind. Ich glaube, je stärker die Depressionen, desto schwieriger wird es, am regelmäßigen Leben teilzunehmen und irgendwie den Alltag halt zu bewältigen. So von der Tendenz her würde ich jetzt immer vermuten, eher so Rückzug, also so auf einmal weniger irgendwie auftauchen oder irgendwie auch wenn man da ist, irgendwie trotzdem zurückgezogen sein in gewisser Weise. Also genau. Ich habe schon Erfahrung damit, also mit Menschen, die sich so fühlen, als ob das Leben komplett zwecklos ist. Und vor allem, dass das wirklich, also dass diese Lage sich nie verändern kann. Was war bei dir Stein des Anstoßes, dass du gesagt hast, du gehst in die Klinik und lässt dich behandeln? Auch eben der Fakt, dass ich irgendwie gesehen habe, wenn ich das jetzt nicht mache, weiß ich nicht, ob ich irgendwann noch da bin. Und das war dann doch, also auch aus dem Umfeld kam das bei mir eben auch der Anstoß, dass gesagt wurde, nee, du musst da jetzt auch hin. Und dann habe ich das auch selber so gesehen. Was mir am meisten dabei geholfen hat, das zu verstehen, war, dass es nicht unbedingt so eine immense Traurigkeit ist oder sogar irgendein Gefühl, sondern eher so die Abwesenheit vom Gefühl. Mhm. Also kein Zugang zum Gefühl. Mhm. Als ich dann irgendwann reflektiert habe, dass irgendwie so jeder Tag und alles, was ich so gemacht habe, war immer von diesem Gedanken begleitet halt. Nicht mehr da sein ist eigentlich die bessere Lösung. Und dass das immer und immer präsenter wurde, habe ich auch selber Angst bekommen davor. Über viele Sachen weiß man Bescheid, man hat quasi so einen sozialen Werkzeugkasten dabei, aber im Umgang mit Depression und Suizid kann man vielleicht auch vielen Leuten dann nicht unbedingt einen Vorwurf machen, die nicht wissen oder falsch damit umgehen, weil ich war dann auch oft überfordert, also total überfordert im Umgang mit starker Depression. Weil ich bin Schütze, ich bin ganz anderer, ich bin optimistisch, ich bin ein ganz anderer Mensch. Und deswegen konnte ich mich auch nicht so richtig in die Freien versetzen. Wie würdet ihr jemandem helfen, dem es so geht? Oder wenn du jetzt zum Beispiel merkst, okay, da stimmt vielleicht was nicht, irgendwas, der hat sich verändert, was würdest du machen? Ich glaube, also weil ich relativ jung bin und die Leute, die ich kenne, auch jung sind, würde ich mit ihren Eltern reden. Weil wenn jemand zu mir käme mit, oh, ich habe eine richtig heftige Depression, dann bin ich halt, okay,
das tut mir leid, ich kann dir jetzt helfen. Womit kann ich dir jetzt helfen? So, ich koche dir einen Tee, wir können gern drüber reden, aber dann such dir jemanden, der dir wirklich helfen kann, so nach dem Motto. Ich glaube, ein wichtiger Teil ist wirklich, kann man irgendwie seinen Alltag bewältigen oder nicht? Und wenn das nicht geht, dann habe ich das Gefühl, dass man als Freund oder Freundin irgendwie die Verantwortung hat, den Menschen zu helfen, sich Hilfe zu suchen. Ich habe tatsächlich jetzt gerade einen Kumpel, der stark depressiv ist und der überhaupt nicht mehr aus der Butze rauskommt. Okay. Und der will sich momentan noch nicht so richtig besuchen lassen, ist auch ein bisschen krank und. Ich schreibe ihm einfach täglich Briefe, tatsächlich. Wow. Ich setze mich jeden Tag eine Stunde hin, schreibe ihm zwei Seiten Briefe, das, was ich irgendwie Cooles erlebt habe oder auch was mich Negatives erlebt habe. Und das habe ich einfach aufgeschrieben, wie so ein Tagebuch einfach. Mhm. Und ihn so ein bisschen gezwungen, das zu lesen. Und ihn so gezwungen daran, sich zu ändern, dass einfach jeder so eine depressive Ader hat, jeder Gedanken, Sorgen, Ängste hat. Ich glaube, es ist wirklich auch die Frage, wie sehr sich die Leute einen wirklich öffnen. Mhm. Weil letztlich, wenn man es einfach nicht mitkriegt, so sehr man es will, dann kriegt man es nicht mit. Mhm. Und das ist sehr schlimm. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall mega wichtig, was sie tut von Enttabuisierung, damit es kein Tabu ist, darüber zu sprechen, weil es ist ein Tabu, wenn jemand Suizidgedanken hat. Ja, das ist leider tatsächlich nicht ausgesprochen. Und das ist auf jeden Fall mega wichtig, dass man darüber spricht. Super, dass du dich geöffnet hast, dass du geredet hast, dass du Sachen gemacht hast und dich behandeln lassen hast. Und jetzt strahlst du ja auch gerade und siehst sehr glücklich aus. Ja, ist das so? 2 Jahre später ist es jetzt, genau. Ja, ist auch so. Okay. Also geht's viel besser. Super, tausend Dank. So, das war unsere kleine Straßenumfrage heute zum Thema Suizid und Depressionen natürlich auch. Ich bin total positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, denn auch wenn eine spürbare Distanz bei einigen Leuten da war, tun viele schon aus dem Bauch raus das Richtige und handeln nach ihrem Gefühl, schicken die Leute zu Profis, zu Therapeuten, zu Ärzten und sind da, hören zu. Und vor allen Dingen ist ganz wichtig, dass die Leute wirklich ein Bewusstsein dafür haben, dass es einfach jeden treffen kann in unserer Gesellschaft. Depressionen und Suizidgedanken kann einfach jeder haben. Trotz allem gehe ich aus diesem Tag und aus dieser Umfrage sehr positiv gestimmt raus, weil ich glaube, dass wir wieder ein Stück mehr aufklären konnten. Und das zeigt auch, wie wichtig diese Arbeit ist. Und wichtig ist auch noch, dass mehr Sicherheit in den Köpfen der Leute geschaffen wird. Und deshalb könnt ihr das alles nachlesen beim Verein Freunde fürs Leben auf fnd.de. Und ich sage damit Tschüssi, eure Vicky fühlt euch gedrückt.